Willkommen hier zu einem Unboxing-Battle auf meinem Kanal und heute gibt es das Duell Panini vs. Tops, Tops vs. Panini, Matchdecks vs. FIFA 365, Matchdecks vs. Adrenalin XL. Jungs, also klarer Favorit ist eigentlich die FIFA 365 mit der internationalen Serie, so kann man es sagen, weil hier ist jeder Top-Club halt mit bei. Und aus der Matchdecks-Serie ist es halt nur die Bundesliga. Ich habe aber trotzdem Bock auf dieses Unboxing-Battle. Mal gucken, ob ja, die Bundesliga dagegen halten kann. Wenn wir Bayern-Dortmund-Karten ziehen, dann ist es auf jeden Fall machbar, sage ich mal. Ich bin gespannt. Ich gehe rein ins Unboxing-Battle. Ich würde mich natürlich auch sehr über eure Däumchen freuen. Vielleicht packen wir auf das heutige Unboxing-Battle die 250 Likes. Jawolski, Abfahrt, wir gehen rein. Abfahrt, wir gehen rein. Den ersten Online-Code, der schnellste von euch kann ihn bekommen. Zack, Gio Reyna, ja, ist sehr gut, aber ich reicht dir aus, Eggestein, Dorsun und Fabian Klos. Okay, ich muss Gio Reyna nehmen vom BVB. Es ist nicht schlecht, aber ein Milinkovic, Savic, Kayla Navas, Witzel, Wijnaldum. Ich kann halt einen Gio Reyna keinen Punkt geben gegen einen Wijnaldum auch oder Savic. Da muss ich einen Wijnaldum den Punkt geben und das ist das 0:1 in der ersten Runde. Mal gucken, wie es weitergeht hier. Hertha BSC Abwehr. Wang Yishan oder Yishan Wang. Suat Serda, Chichos, Nielsen und Dedrick Boyata, Dauerbrenner von der Hertha. Wer ist jetzt hier der Beste? Ich würde sagen, Dedrick Boyata von der Hertha. Nicht nur, weil er Hertha-Spieler ist, sondern weil er wirklich einfach der Beste ist von diesen fünf. Aus meiner Sicht. Der Beste. Gegen Semedo. Zagadou. Marquinhos. Jadon Sancho. Ja, das war's, Jungs. Das war's. Och, Bundesliga. Jetzt haltet doch dagegen. Jetzt kommt Lewandowski. Bitte, gönn. Lewandowski, Gladbach-Angriff. Ah, vielleicht reicht das. Leon Bailey, Philipp Kostic, Bötzius, Marvin Ducksch und Markus Thuram. Okay, dann nehme ich mal. Ja, ist eigentlich die drei sind mit am besten, ne? Kostic, Bailey, Thuram. Kommt drauf an. Kommt drauf an, was wir im FIFA 365 Pack haben und mit Andrew Robertson, Kimpembe, Ciro Immobile, Andrew Robertson. Ja, es tut mir leid, aber ich habe ja den Matchdex-Karten auch die Däumchen gedrückt hier, aber es läuft halt nicht so gut, ne, gegen die FIFA 365. Schade. Schade. Alisson Player. Ingwatsen, wenigstens den Ehrentreffer. Leverkusen-Logo und Mbabu Matchwinner. Ja, Player ist der Beste von Gladi Gladbach. Ein Ehrentreffer. Jetzt. Gönn. Gegen Jones vielleicht, ja. Was haben wir? Sarabia. Suat Serda. Okay, man könnte vielleicht, man könnte wirklich Alassane Player den Punkt geben, oder? Gegen Jones, Suat Serda, Sarate, Sarabia, Casio. Komm, ich gebe Player den Punkt. Die FIFA 365 Serie hat ja sowieso schon gewonnen, Jungs. Das Duell ist eigentlich vorbei. Weil gewinnen kann die Matchtech Serie sowieso nicht mehr. Nils Petersen noch am Start, Roussillon. Für mich ist der beste Roussillon. Als ja, geiler Außenverteidiger von den Wölfen. Mal gucken, letztes Pack. Wie geht's aus? 4-1 oder 3-2? Pereira, Lenglet. Und da ist Lenglet. Und Lenglet ist der bessere. Und das war eigentlich ein Duell, was im Vorfeld schon klar war. Ich weiß nicht, ob ihr, wenn ihr Bock habt, wenn ihr mehr solcher Battles sehen wollt. Aber vielleicht nächstes Mal nicht unbedingt die FIFA 365, oder? Weil das ist ja dann nicht so spannend, weil FIFA 365, ich habe es am Anfang gesagt, internationale Serie, Liverpool, Barca, Liverpool, alles mit am Start hier. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ich bin raus, haut rein und tschüssi.